Yo Leute, Doppelpiece, hier ist wieder Tanzverbot. Herzlich willkommen. Ja, das ist hier so eine kleine Gamescom-Ankündigung. Ist ja jetzt schon wieder lange kein Video mehr gekommen. Ich dachte mir, hier wenigstens die Ankündigung kann ich euch geben, bevor das Event des Jahres startet, wo ich auf jeden Fall wieder am Start sein werde und mit allen kommunizieren werde und vor allen Dingen sage, nervst mich, ich hau ab und so. Something like this, every day, every night. Oh mein Gott, nice. Nein, ja, sorry, dass so lange keine Videos kamen. Keine Ahnung, Mann. Ich habe auch gerade übelst die Kackerei. Seit meinem letzten Video, es hat nicht aufgehört. Ich schwöre es euch, ich gehe auf die Waage und ich habe 6 Kilo abgenommen. Ich bin nur am Kacken. Ich esse irgendwas, krieg übelst Durchfall und das war's wieder. Heute habe ich mich sogar übergeben. 9.30 Uhr hatte ich heute einen Videodreh, weißt du? Ich habe mir um 9 Uhr einen Wecker gestellt, weil ich um 9.30 Uhr wurde ich abgeholt. Genau, um 9.30 Uhr wurde ich abgeholt. Um 9 Uhr bin ich aufgestanden, auf einmal übelst Durchfall und Brechen. So, keine Ahnung, was mit meinem Körper los ist. Wahrscheinlich sollte ich wirklich mal zum Arzt gehen. Ich bin so ein Typ, so Medikamente oder zum Arzt gehen, die allerletzte Möglichkeit, weil ich halt nichts von Medikamenten so. Ich bin der Meinung, der Körper heilt sich von selbst und er braucht nicht diese Medikamenten, Arznei, Pharmaindustrie, Scheiße in dich drin. Aber irgendwann kann man halt nicht mehr anders und dann muss man halt das Zeug nehmen, was einen abhängig macht und das automatische Immunsystem vom Körper abschaltet, so dass man immer von diese Pharmaindustrie, Scheiße betroffen ist und sie übernehmen muss. Ja, was soll ich denn jetzt eigentlich großartig sagen? Ich werde ab Mittwoch bei der Gamescom sein, mein Auto ist gerade noch in der Werkstatt, wird hoffentlich morgen fertig sein, also Dienstag, und Mittwoch werde ich dann losfahren. Ich werde die ganze Zeit draußen sein, ich glaube, ich habe nur einen Termin, so ein Meet and Greet oder so, keine Ahnung, das sollte ich machen, dann komme ich in so eine Lobby rein, wo nur VIPs reinkommen. So, juckt mich eh nicht, aber so Autogrammstunde kann ich mich dann irgendwie krass fühlen, auch wenn ich, Autogrammstunde, Mann, Junge, Alter, weißt du, so irgendwelche Millionenstars, die irgendwie große Filme gemacht haben, die krass sind, da verstehe ich so, roter Teppich und Autogrammstunde, aber hier irgendwelche YouTube-Schnöse, Alter, als ob ich hier irgendeine Unterschrift habe. Weißt du, ich mache immer noch einen Druckschrift-Tanz hier als Unterschrift, weil ich kann Unterschriften bei einem YouTuber oder gerade bei mir kann ich es nicht ernst nehmen, weil ich mich immer noch als normaler Mensch sehe und dann kommen auf einmal irgendwelche Leute und wollen auch Unterschriften so. Ich finde das immer irgendwie voll komisch. So Bilder, daran habe ich mich schon gewöhnt, weil das viel alltäglicher ist, aber Unterschriften, Halleluja. Ich werde auf jeden Fall immer draußen sein, ich werde auch nicht mit Security oder sowas rumlaufen, maximal mit 1, 2 Kumpels, die alle kaputtboxen. Nein, ihr könnt mich ansprechen, meine einzige Bitte ist einfach nur, bitte behandelt mich wie einen normalen Mensch und kommt nicht so an. Oh mein Gott. Ich kann es nicht ernst nehmen. Guck mich an, Mann. Ich habe seit zwölf Tagen bin ich nur auf der Toilette und habe Durchfall und habe 60 Kilo abgenommen. Wenn ich so ein Übermensch wäre, dann hätte ich die Scheiße nicht. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Wenn ich mir eine Schelle gebe, dann tut mir das genauso weh. Wenn ich mir mit einem Messer in den Arm schneide, dann blute ich. Ich bin ein ganz abgefuckter normaler Mensch, der nichts Besonderes ist, außer dass er ein bisschen Glück hatte im Internet. Also bitte behandelt mich auch so. Das ist meine einzige Bedingung. Kommt nicht so verstört an. So, oh mein Gott. Gott, der Haar. Weißt du, bitte, einfach normal. Ansonsten bin ich die ganze Zeit da, bis Samstag oder Sonntag geht es, die Games kommen, das weiß ich gar nicht, ich glaube bis Samstag. Ich werde auf jeden Fall alle Tage da sein, werde versuchen, so viele Aftershow-Partys wie möglich mitzunehmen. Natürlich, für mich ist der Sinn hinter einer Gamescom, ich habe noch nie Spiele auf einer Gamescom gespielt, die interessieren mich auch nicht. Ich bin nicht mal zum Spiel gelaufen, weil Spiele interessieren mich nicht so krass so. Ich spiele Spiele dann, wenn sie rauskommen und hype mich nicht so vorher. Oh mein Gott, ich habe jetzt eine Stunde angestanden, um 10 Minuten ein Spiel zu spielen, welches 2024 rauskommt. Weißt du, juckt mich überhaupt nicht. So ein Freak bin ich nicht. Wenn es rauskommt und es mich interessiert von irgendwelchen Reviews oder so, die ich mir im Internet angucke, dann spiele ich es. Aber hier meine halbe Lebenszeit verschwenden da. Weißt du, ich bin einfach, lauf einfach rum, werde ein paar YouTuber treffen, die ich mag, werde mit denen quatschen, ich werde für euch zugänglich sein, ich werde draußen rumlaufen, ich werde nicht wie so ein Opfer die ganze Zeit im VIP-Bereichen oder sowas hängen. Vielleicht irgendwann mal hinter irgendeiner Bühne, um kurz abzuschalten, weil das ist schon sehr anstrengend, weil Auch wenn ich nicht so von mir reden möchte, aber es ist halt einfach mal so, dass ich keine 30 Sekunden auf der Gamescom alleine sein kann, ohne dass mich jemand erkennt. Und das ist halt, aber ich mach's halt gerne so, weil das ist der einzige Zeitpunkt, wo man wirklich Leute aus Deutschland trifft, die man sonst niemals treffen würde, weil die irgendwie 800 Kilometer irgendwo anders wohnen und sich einzeln für die Person 800 Kilometer zu fahren, das macht man nicht. Aber da fahren alle hin und da sieht man ein einziges Mal alle Leute und das ist einfach so geil. Wisst ihr, und deswegen werde ich immer zugänglich für euch sein, werde wahrscheinlich die meiste Zeit in den Außenbereichen hängen und chill dort irgendwo auf dem Boden und werde vielleicht auch livestreamen. Stimmt, meine Powerbank muss ich noch aufladen. Ich muss die Waschmaschine noch anmachen. Scheiße, ich habe keine Socken mehr. Ich trage seit 3 Tagen irgendwelche Socken. Ich rieche dann immer so dran. So, ich gucke, auf dem Boden liegen 20 Sockenpaare und ich rieche so dran, ob die noch in Ordnung sind. Ja, eigentlich nicht mehr, aber immer noch besser als die anderen 18, weißt du, so nach dem Motto. Das muss ich noch machen. Erinnert mich eh nicht dran. Ist egal, ich mache gleich die Waschmaschine an. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist.
Auf jeden Fall freue ich mich auf euch. Eine wichtige Information vielleicht ist noch, ich habe keinen Schlafplatz. Also ich werde richtig surviven, so wie ich das auch an der Ostsee gemacht habe. Ich werde einfach nach Köln fahren und habe kein Hotel und keine Schlafmöglichkeit. Und ich möchte einfach surviven, indem ich einfach irgendwelche Leute anbitte. Hey, you, can I sleep with you? Ich meine, by you. No, you can't sleep with me. Oh, man, this is awesome. Wait, you a man? Yes, I'm a man. Oh, fuck, sorry, man. At the moment, I'm not gay. Oh, shit, okay, you don't can't sleep by me. Okay, no problem. You know what I mean. Wisst ihr, so mal gucken, wie sich das entwickelt. Vorzugsweise schlafe ich tatsächlich lieber bei Mädchen. Jetzt no fuck-mäßig oder sowas. Jetzt wirklich, aber ich vertraue Girls irgendwie mehr als Typen. Bei Typen habe ich manchmal so Angst, so hintergedankenmäßig, stehe so auf einmal tut mein Arschloch weh oder mein Handy ist geklaut oder alles ist weg. Auf einmal stehe ich auf der Straße so mit Drogenspritzen. Nein, ich bin nicht so schlimm. Ich habe auch an der Ostsee, habe ich auch schon bei Welchen geschlafen und ich habe auch schon bei Fremden geduscht. Das waren immer korrekte Leute, Junge, die haben mir einfach ihre Ressourcen zur Verfügung gestellt. So, das Wasser, was sie bezahlen, das warme Wasser, und das haben sie mir zur Verfügung gestellt, plus Handtuch, richtige Ehrenmänner. Und genauso möchte ich es auch wieder machen. Vielleicht, wenn es mir zu nervig wird, werde ich mir dann irgendwo draußen ein Hotel buchen, keine Ahnung, 60 Kilometer rausfahren, dann kosten die Hotels Normalpreise hier in Köln, irgendwelche YouTuber posten hier, guck mal, ich habe hier noch vor der Gamescom ein Hotel und bezahle dafür nur 1000 Euro pro Nacht. Ja, geil, Alter, hast du einen richtigen Deal gemacht. Jedenfalls, um auf den Punkt zu kommen, ich bin ab Mittwoch höchstwahrscheinlich auf der Gamescom. Vielleicht habe ich auch morgen schon so einen juckigen Finger und werde vielleicht dann auch schon Dienstag fahren. Ich werde auf jeden Fall auch in der City unterwegs sein. Wenn Gamescom zu Ende ist, bin ich in der City unterwegs. Gucken, was sich ergibt. Ich bin ein auch komplett spontaner Mensch. Irgendwelche Firmen wollen mich eh nicht auf ihren Bühnen haben. Ich bin da für euch. Sprecht mich an. Sprecht mich normal an. Ich bin immer da. Keine Angst haben, mich anzusprechen. Ich bin ein normaler Mensch. Solange ihr mich normal ansprecht und mir das Signal gibt, dass ich ein normaler Mensch bin, in der Hinsicht, wie ein normaler Mensch sein kann. Also ich bin in der Hinsicht kein normaler Mensch, aber ich bestehe aus Fleisch und Blut. In der Hinsicht bin ich normal, weißt du? Natürlich bin ich ein bisschen abgedreht, das checke ich alles. Aber solange ihr mir normal entgegenkommt, wird nichts passieren. Ansonsten liebe ich euch ganz doll und danke schön, dass ihr euch dieses Video hier bis zu diesem Punkt angeguckt habt. Und ich liebe euch ganz doll.